Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf dem Stand der Firma GOM. Mein Name ist Tim Keller. Kurz ein paar Worte zu unserer Firma. Die Firma GOM hat ihren Hauptsitz in Braunschweig. Wir sind Hersteller optischer Messsysteme, mittlerweile auch Computertomographen und der dazugehörigen Software. Das heißt, was können wir eigentlich mit unseren Messsystemen? Eins davon sieht man hier. Diese basieren auf dem Stereokamera-Prinzip. Das heißt, man hat links und rechts eine Kamera. Und diese beiden Kameras nehmen jeweils zur gleichen Zeit dieselben Bilder auf. Sprich, man kann mit diesen Kameras dreidimensionale Verschiebungen von Punkten, von Flächen messen. Und darüber hinaus haben wir auch Sensoren, die über einen Projektor verfügen. Und diese können dann über ein projiziertes Muster auch Bauteile einscannen. Das ist eigentlich unser Hauptgeschäftsfeld auch zusätzlich dazu. Das heißt, diese Daten, die dann erzeugt werden, diese 3D-Netze, die können dann dazu benutzt werden für die klassische Koordinatenmesstechnik. Was wir hier zeigen, ist stellvertretend für ein richtiges Auto, ein Spielzeugauto, was mit lauter Punkten beklebt ist, und die Kameras verfolgen jetzt Bild für Bild diese Punkte, und die Software errechnet dann, wohin haben sich diese Punkte bewegt. Das heißt, im Raum kann ich jetzt sagen, nach X, nach Y, nach Z, und mit unseren, sagen wir mal, Kameras, die hochauflösender sind, also das ist jetzt eher ein Einstiegsmodell. Das, was man da auf dem Bild sieht, ist das High-Class-Modell, das kann dann bis zu 1000 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Und wenn man halt sowas sehr Schnelles aufnimmt, dann kann man das hier mal sehen, wie der Porsche hier bewegt wird. Das wäre jetzt so ein 3D-Netz, was wir eingescannt haben. Und wenn man jetzt hier sieht, der Porsche fährt hier gegen diese kleine Schraube und hat hier einen kleinen Unfall. Und jetzt kann man halt sehen, wie sich das bewegt. Ja, hier sieht man das nochmal. Und eigentlich bei Crashtests ja eigentlich immer das Wichtigste, wie geht es den Insassen. Und deswegen habe ich hier mal den Helm beklebt. Und jetzt kann man genau sehen, wohin bewegt sich der Helm. Oder was passiert mit dem Fahrer. Das kann man jetzt hier ganz genau auswerten. Genau. Wenn Sie noch mehr Dinge wissen wollen, dann freue ich mich, wenn Sie gerne auf unseren Stand kommen. Ja. Ich freue mich auf Sie.